Dank, Capella Rebella, für die musikalische Einstimmung zur 221. Montagsdemo. Ich bin Conny Gebel von den Feiern für den Kopfbahnhof und darf euch heute durch das Programm führen. Unsere Rednerin heute ist Daniela Dahn. Bevor ich Sie auf die Bühne bitte, werde ich noch kurz im Auftrag der Stadtteilgruppe sprechen und etwas zum Ziel unseres heutigen Demozugs sagen, das ist die IHK. Ihr erinnert euch vielleicht an die Übergabe der Ordner mit Forderungen und Vorschlägen aus den 23 Stadtbezirken Stuttgarts an Herrn Kuhn. Das war im Februar 2013. Ihr erinnert euch an die Adventsmail-Aktion, die ihr auf BAA mitverfolgen konntet. Jeden Tag bekam Herr Kuhn aus einem anderen Stadtteil bzw. von einer anderen Initiative eine Mail, die an unsere Forderungen und die Probleme in den Stadtteilen erinnern sollte. Seit Anfang dieses Jahres haben wir dreimal um einen Gesprächstermin mit Herrn Kuhn gebeten. Erfolglos. Das erste Mal gab es gar keine Reaktion. Das zweite Mal wurde uns ein Termin mit Herrn Werner Wölfler vorgeschlagen. Wir haben verdeutlicht, dass wir mit unserem gewählten OB sprechen möchten, mit Herrn Kuhn. Und daraufhin erhielten wir die Antwort, Herr Kuhn habe keine Zeit, sich mit uns zu treffen. Wir haben das ähnlich interpretiert wie ihr, wenn jemand dreimal Nein sagt und sind zu der Ansicht gelangt, dass Herr Kuhn sich nicht mit uns treffen will. Und aus diesem Grund möchten wir das hier und heute öffentlich machen, sowie in Form eines offenen Briefes, der seit heute auf BAA nachzulesen ist. Wir hatten Herrn Kuhn keine Frist gesetzt für das Treffen und auch sonst keine Vorgaben gemacht. Ihr könnt diesen offenen Brief mit unterschreiben und unterstützen. Es gehen einige Leute damit durch die Reihen. Das Versprechen von Herrn Kuhn im Wahlkampf, 23 Stadtbezirke, ich vergesse keinen, war wohl anders gemeint, als wir es verstanden haben. Vielleicht zählt Herr Kuhn jeden Abend die 23 Stadtbezirke auf und vergisst dabei keinen. Dann wäre das ja auch eingelöst. Herr Kuhn ist nämlich ein ganz Schlauer. Er will den Autoverkehr um 20% reduzieren. Bravo! Die feinstaubgeplagten Bewohner der Innenstadt können aufatmen. Anfang des Jahres, bei einer Veranstaltung in der IHK, sagte er, er sei so schlau gewesen, nicht zu sagen, bis wann das geschehen soll. Und das Aufatmen war auf Seiten der Autoindustrie. Die IHK ist das Ziel unseres heutigen Demozuges. Die IHK ist eine der Stätten, die Stuttgart 21 hervorgebracht haben, an denen vorgedacht, vorgeplant und eingefädelt wurde. Die IHK als Ganzes unterstützt bisher das Projekt S21. Das Bürohochhaus der IHK in der Jägerstraße war bis vor kurzem denkmalgeschützt. Es soll nun von einem S21-Tunnel 2 Meter unter dem Fundament unterquert werden. Die DB ist offenbar in Sorge, dass das Gebäude dabei Schaden nimmt. Und um Schadensersatzforderungen zu umgehen, möchte sie das Gebäude, nicht das Grundstück, der IHK abkaufen. Die IHK soll dann den Abriss beantragen. Momentan wird um den Preis verhandelt. Im Januar bot die DB 3,8 Millionen Euro. Die IHK möchte sich das aber ordentlich versilbern lassen. Nun hat, da sie eigentlich die Vermietung des Gebäudes geplant hat, unter anderem an das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart. Und morgen geht es bei einer Vollversammlung der IHK um das neue Angebot der Bahn, und zwar in Höhe von 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro für ein Gebäude, dessen Tage gezählt sind. Die Abrisskosten trägt bei dieser Variante die IHK. Das sind ungefähr 800.000 Euro. Und die IHK, die behält das Grundstück. Und dessen künftige Bebaubarkeit steht in Frage. Ein Gebäude mit 7 Stockwerken wird sicher nicht mehr möglich sein. Die Nutzfläche wird also bei einem Neubau wesentlich kleiner und somit auch die Mieteinnahmen. Das ist bestimmt der Kinderspielpreis. Wird dem Angebot morgen zugestimmt, dann liegt das Risiko bei der IHK,
und die Bahn hat ein Problem weniger am Hals. Und diese Summe von 6 Millionen Euro, die zahlt letztendlich, wer zahlt die? Wir zahlen die. Ja. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf die Rede von Daniela Dahn. Die Rede wird es nachher, die wird gerade gedruckt, die wird es nach der Kundgebung möglicherweise an den Ständen geben. Ihr müsst jetzt noch nicht loslaufen. Viele von uns sind auf der Suche nach Alternativen. Wir fragen uns, wie kann eine Gesellschaft aussehen und organisiert werden, in der nicht Profit im Mittelpunkt steht? Wo sind die Punkte, an denen Veränderungen ansetzen können? Welches ist der Lebensnerv des kapitalistischen Profitsystems? Ist es der Konsum, der Autoverkehr, das Wachstum? Ist es die private Aneignung von Gewinnen, die durch die Arbeitskraft aller Menschen erst entstehen? Führt der Weg über Überführung von Banken und Großkonzernen in Gemeineigentum? Und würde das ausreichen? Die DB ist ja ein Staatskonzern, der sich momentan keine Spur anders beträgt als private Konzerne. Daniela Dahn, geboren in Berlin, ist Journalistin und Buchautorin. Sie war 1989 Mitbegründerin des demokratischen Aufbruchs in der DDR. Sie zog sich daraus zurück, nachdem der sich an die CDU angenähert hat. Sie hat sich stets eigenständiges und kritisches Denken bewahrt. Ihr neuestes Buch heißt Wir sind der Staat, warum Volkssein nicht genügt. Sie stellt es heute in Kernen vor und morgen um 20 Uhr im Forum 3 in Stuttgart. Daniela Dahn.